Das blaue Papier. Ein grünes Kabel. Vier Paar Schuhe. Der Rum ist voll. Die Erde ist rund. Der PC ist kaputt. Es ist pures Gold. Der Strom ist weg. Das trockene Holz. Die Axt ist scharf. Der Kreis ist rund. Die Kugel ist rund. Das Maß ist falsch. Der Boden ist nass. Der PC ist offline. Der RAM hat 8 GB. Dies ist Stahlbeton. Die Wand ist feucht. Gold ist sehr teuer. Gummi ist elastisch. Die Aluminiumleiter. Die Wand ist orange. Ich kopiere den Pendrive. Drück die Taste. Die Bremse blockiert. Der Akku ist geladen. Das vergoldete Kabel. Der Hobel ist scharf. Der Rand des Tisches. Das Leder ist zu hart. Wir löschen den Text. Das Boot ist aus Holz. Der Speicher ist voll. Die Spitze des Messers. Ich surfe im Internet. Draußen ist es dunkel. Dies ist echtes Silber. Der elektrische Leiter. Wir machen einen Tisch. Ich messe den Raum aus. Quecksilber ist giftig. Das Rohr hat 4 Zoll. Der Rubin ist zu teuer. Das Seil ist zu kurz. Wir wiegen dieses Paket. Das Banner der Homepage. Ich bremse das Fahrzeug. Die Ecke von dem Tisch. Das Gaspedal hängt fest.
Die Oberfläche ist hart. Die Kosten sind zu hoch. Diese Linie ist zu dick. Die Maus ist ohne Kabel. Das Menü des Programmes. Ich repariere das Gerät. Ich säge das Holz durch. Diese Treppe ist sicher. Die silberne Oberfläche. Die Datei verschlüsseln. Der Dateityp ist ein PDF. Diese Form ist praktisch. Das gelbe Auto ist klein. Der Motor ist im Betrieb. Der Motor hat viel Kraft. Ich bringe den Müll raus. Dies ist ein OCR-Scanner. Welcher Maschinentyp? Die Wartung eines Motors. Tannenholz ist Weichholz. Der Zugang ist blockiert. Der Bäcker macht das Brot. Mein Beruf ist Elektriker. Blei ist ein Schwermetall. Das ist bleifreies Benzin. Der Browser ist blockiert. Das E-Mail kommt nicht an. Wir erzeugen Solarenergie. Das Glas ist durchsichtig. Wir hobeln die Holzplatte. Dieser Karton ist schwarz. Der Lieferant kommt heute. Dies ist ein Elektromotor. Der Rechner geht nicht an. Diese Säge ist für Metall. Diese Substanz ist giftig. Ein theoretisches Problem. Die Umschalttaste drücken.
Zink ist wassergefährdend. Ich brauche Zinn zum Löten. Zwei Komma vier zwei Hektar. Im Anhang ist das Dokument. Ich melde mich als User an. Der Arbeiter kommt zu spät. Bildung ist ein Grundrecht. Es gibt viele Energiearten. Wir entschlüsseln den Code. Wir müssen den Rand feilen. Dies ist weiches Holz. Die Maschinerie benötigt Öl. Dieses Passwort ist zu kurz. Licht besteht aus Photonen. Platin ist teurer als Gold. Dies ist eine Papierschere. Dieses Messer ist zu spitz. Dieses Ventil geht nicht zu. Dies ist eine Elektrozange. Das sieht zerbrechlich aus. Der Teilnehmer ist abwesend. Diese Datei hat 4 Megabyte. Das Atomgewicht ist bekannt. Das Licht ist ausgeschaltet. Die Maschine ist im Betrieb. Das Experiment ist gelungen. Die Fläche reicht nicht aus. Das kann nicht funktionieren. Ich fahre den Computer hoch. Die Kronjuwelen der Königin. Die Profile werden gekreuzt. Die Erde hat ein Magnetfeld. Dieses Produkt ist zu teuer. Dieses Typenschild ist rund. Mein Scanner ist zu langsam.
Dieser Schmuck ist aus Gold. Eine hohe Speicherkapazität. Du musst den Text speichern. Verwende hier den Tabulator. Der Adapter ist für 230 Volt. Diese Art Metall gefällt mir. Ich muss mein Handy aufladen. Der PC macht das automatisch. Der Bau des Hauses ist teuer. Das Lesezeichen im PDF-Dokument. Das braune Pulver ist giftig. Der Cursor zeigt auf das Icon. Diese Daten sind vertraulich. Das Verfahren digitalisieren. Es ist eine feste Oberfläche. Das Gerät ist sehr praktisch. Die Geschäfte machen früh zu. Ich habe Informatik studiert. Die Mechanik ist sehr robust. Die Brille hat eine optische Linse. Der Mechaniker ist ein Profi. Wir regulieren dieses Ventil. Der Streifencode an der Ware. Das Material ist synthetisch. Ich verstärke diese Struktur. Der Strom beträgt 10 Ampere. Die Anlage ist außer Betrieb. Der Computer ist schon zu alt. Der Dateimanager ist veraltet. Ein Dekaliter sind 10 Liter. 10 Deziliter sind 1 Liter. Der Diamant ist ein Edelstein. Eine Kugel ist ein Festkörper. Wir installieren die Software. Wir müssen die Batterie laden. Ein legierter Werkstoff. Die Leuchtstofflampe ist hell.
Dieser Mikrochip ist veraltet. Wir mischen die Flüssigkeiten. Physik ist ein Grundlagenfach. Die Produktion hat Verspätung. Dieser Werkstoff ist rostfrei. Wie viele Tonnen wiegt der LKW? Den Cursor nach unten bewegen. Ich muss die Daten abspeichern. Dieser Kochlöffel ist aus Holz. Wir bilden neue Fachkräfte aus. Der Holzbalken stützt das Dach. Die Baustelle ist nicht sicher. Wir beschleunigen das Fahrzeug. Das Demoprogramm ist kostenlos. Es ist eine digitale Anwendung. Die Stahlfeder in der Maschine. Unsere Gesellschaft ist modern. Das Grundstück hat 2 Hektar. Es gibt dunkle und helle Farben. Ein Kubikmeter ist ein Hohlmaß. Das Buch wiegt 1,5 Kilo. Der Diamant ist ein Kleinod. Magnesium ist ein Leichtmetall. Diese Stromleitung ist gerissen. Das Programm gibt eine Meldung. Roll das Metermaß auf. Die Nachricht ist interessant. Ich habe Hammer und Nagel. Die Datei ist in diesem Ordner. Der Pfeil zeigt auf das Objekt. Die Pleuelstange ist aus Stahl. Es ist eine quadratische Fläche. Der Stecker steckt in der Steckdose.
Das Stromnetz hat eine Störung. Das Symbol ist nicht eindeutig. Der technologische Fortschritt. Die Umwelt hat sich verbessert. Der Prozess gibt viel Wärme ab. Er muss diese Seiten ausdrucken. Die Bewegungsgesetze der Physik. Diese Fabrik ist sehr produktiv. Diese Software ist mein Favorit. Mit dem Hebel öffne ich die Tür. Ich bin Ingenieur für Schiffbau. Dies ist ein interaktives Menü. Das Kernkraftwerk benötigt Uran. Der Lehrling fegt die Werkstatt. Welche Masse hat diese Maschine? Es ist ein mechanisches Problem. Der Mikrowellenherd an der Wand. Der Karton muss recycelt werden. Die Produktionsleistung nimmt zu. Wir produzieren zu viel Schrott. Protonen sind Elementarteilchen. Da kommt Rauch aus der Maschine. Welche Sorte Stahl rostet nicht? Ich bin Techniker für Werkzeuge. Die Universität hat viele Studienfächer. Der Wandhaken hat sich verbogen. Unsere Zulieferer sind national. Wir müssen den Versuch abbrechen. Dieser Apparat ist sehr nützlich. Die Arbeitslosigkeit ist niedrig. Ich habe eine neue Beschäftigung. Der Bohrer muss geschärft werden.
10 Dezigramm ergeben 1 Gramm. Die Dichtungsscheibe ist undicht. Gold und Platin sind Edelmetalle. Kannst du den Stecker einstecken? Eisen ist kein organischer Stoff. Meine Firma hat heute geschlossen. Die Internetadresse der Homepage. Welche Konfiguration ist optimal? Dieses Kristall ist durchsichtig. Das Kunstleder hat sich verfärbt. Wir markieren die defekte Stelle. Tausend Meter sind ein Kilometer. Diese Methode ist sehr effizient. Das bringt höchste Produktivität. Welches Programm hast du geladen? Das rosa Kleid gehört meiner Oma. Die Sicherung ist rausgesprungen. Sonnenenergie hat eine große Zukunft. Wir suchen und ersetzen den Text. Dies ist ein technisches Problem. Die Umweltverschmutzung nimmt zu. Aluminium ist leichter als Kupfer. Dieser Ausdruck ist nicht korrekt. Wir müssen die Maschine ausmachen. Wir automatisieren diesen Prozess. Ich werde das Dokument bearbeiten. Diese Betriebsart ist sehr sicher. Wir müssen den Virus deaktivieren. Die Software führt den Befehl aus. Der Drucker braucht zu viel Tinte. Wir müssen den Text hier einfügen. Elektronen sind Elementarteilchen.
Aus der Steckdose kommt ein Funke. Die Größe der Datei ist 2 Megabyte. Halogenlampen leuchten sehr stark. Die Hardware wird günstiger. Tausend Kilogramm sind eine Tonne. Welche Klasse von Holz ist härter? Der Klempner lötet das Kupferrohr. Der Kolben des Verbrennungsmotors. Der Metzger schneidet das Fleisch. 1000 Milligramm sind 1 Gramm. Die Montage erfolgt in 4 Tagen. Die Neutronenbombe wurde verboten. Das Patent läuft in einem Jahr ab. Das Päckchen Butter hat 1 Pfund. Diese Stelle muss markiert werden. Die Transformation von Spannungen. Solarenergie ist umweltfreundlich. Die Verteilerdose ist aus Plastik. Das Anwendungsfenster ist zu klein. Ich bin bei der Vorlesung anwesend. Wir stellen den Prozess auf EDV um. Dieser Befehl startet das Programm. Der Benutzer braucht ein Passwort. Dies ist ein Track- und Drop-Vorgang. Das ist ein elektronisches Bauteil. Gase und Flüssigkeiten sind fluide. Die Gebrauchsanleitung des Gerätes. Der Generator erzeugt Wechselstrom. Der Prozess läuft im Gleichgewicht. Wir brauchen 3 Gramm Backpulver. Wir müssen die Datei herunterladen. Der hydraulische Druck ist zu hoch. Die Industrie braucht viel Energie. Das Interface ist nicht kompatibel.
Diese Mischung ist zu konzentriert. Dieses Pulver ist zu fein gemahlen. Schwermetalle sind wasserschädlich. Der Smaragd ist in der Schatzkiste. Der Kunststoff ist spröde geworden. Der Transistor hat 3 Anschlüsse. Wir müssen die Spannung überwachen. Die Adresse von dem Haus ist falsch. Ist der Schaltschrank angeschlossen? Ohne Backslash ist der Link falsch. Der Balkencode kann gescannt werden. Baumwolle ist eine natürliche Faser. Wir beenden diese Computeranwendung. Die Benutzeroberfläche der Software. Er ist fähig, diese Arbeit zu machen. Die Temperatur ist 400 Grad. Das Gehäuse von dem Apparat ist grau. Ich kopiere den Inhalt dieser Datei. Welches Laufwerk ist am schnellsten? Die Leertaste ist die größte Taste. Er liefert gute technische Produkte. Ich montiere das Gerät an der Wand. Die Perlenkette ist kaputt gegangen. Es gibt viele physikalische Gesetze. Der Physiker bekommt den Nobelpreis. Saphir wird für Uhrenglas verwendet. Das Lichtspektrum wird hier gezeigt. Das spezifische Gewicht des Metalles. Die Steckdose ist links vom Fenster. Diese Steuerung ist vollautomatisch. Dieser Umformer ist für Gleichstrom. Der Vergaser des Verbrennungsmotors. Welches Volumen hat dieser Behälter?
Der Anschluss ist 200 Watt. Die Welle der Maschine ist gerissen. Ich hänge die Datei an das E-Mail an. Dieser Anschluss ist für die Antenne. Disketten findet man heute kaum noch. Diskettenlaufwerke gibt es kaum noch. Ich werde jetzt den Motor einschalten. Wir müssen diesen Apparat einstellen. Der Elektrizitätszähler ist digital. Kraftstoffe werden aus Erdöl gemacht. Quecksilber ist ein flüssiges Metall. Ich werde die Festplatte formatieren. Welche Frequenz hat dieses Stromnetz? Dies ist ein geschmeidiges Material. Ein Hektoliter sind 100 Liter. Der Hersteller kommt aus dem Ausland. Der Landwirt hat einen neuen Traktor. Der LCD-Bildschirm hat gute Qualität. Das Baumaterial wird heute geliefert. Die Optik bringt eine gute Auflösung. Der Programmfehler führt zum Abbruch. Dieser Schalter ist für Hochspannung. Welche Schrauben nehme ich für Blech? Welche Seife ist für die Haut besser? Solarenergie hat eine große Zukunft. Der Stromkreis hat einen Kurzschluss. Wir brauchen technische Unterstützung. Das Vakuum beträgt 400 Millibar. Das Getriebe enthält viele Zahnräder. Wir müssen dieses Programm aktivieren. Wir müssen die Software aktualisieren. Deine Ausbildung geht über 3 Jahre. Welches Betriebssystem wird empfohlen? Du solltest den Text editieren.
Dieser Kondensator ist sehr effizient. Das ist ein experimentelles Ergebnis. Ich bearbeite das Metall mit der Feile. Diese Gruppe von Metallen rostet nicht. Das Icon in der Ecke des Bildschirmes. Ein Kubikmeter sind 1000 Liter. Die Leitfähigkeit von Kupfer ist hoch. Die Lichtmaschine vom Auto ist kaputt. Diese Maschine kann Stahl verarbeiten. Der Mechaniker repariert das Fahrzeug. Der Betriebsmodus ist nicht definiert. Dieser Monitor hat eine hohe Auflösung. Deine Newsgroup finde ich interessant. Quantenphysik ist schwer zu verstehen. Ein ruhender Körper hat keine Dynamik. Die Spannung beträgt 400 Volt. Wir verbessern die Arbeitsbedingungen. Einhundert Zentiliter sind ein Liter. Der Arbeitslose sucht eine Arbeit. Mein Arbeitsplatz ist in der Werkstatt. Vergesst nicht, das Licht auszuschalten. Wir bauen die Anlage in 4 Tagen auf. Ich trenne das Kabel mit der Beißzange. Zehn Dezimeter sind gleich einem Meter. Dieses Metall hat eine hohe Duktilität. Die Eingabe der Daten mit der Tastatur. Das E-Mail-Konto benötigt ein Passwort. Ich säge das Holz mit dem Fuchsschwanz. Das Gerät benötigt einen Netzanschluss. Du musst diese Textpassage hervorheben. Der Inhalt der Kiste ist nicht bekannt. Diese Kohle wird unterirdisch abgebaut. Das Becken hat 200 Liter Wasser. Messing wird für Wasserhähne verwendet.
1000 Milliliter ergeben einen Liter. Kannst du mir eine Mitteilung schicken? Die Programmierung einer SPS-Steuerung. Man darf die Umwelt nicht verschmutzen. Wir ziehen das Objekt und fügen es ein. Das Adressbuch muss aktualisiert werden. Dieser Konzertsaal hat eine gute Akustik. Kannst du das Licht eingeschaltet lassen? Man muss auf der Schaltfläche anklicken. Viele Statuen werden aus Bronze gemacht. In welchem Dateiordner ist das Dokument? Der Dynamo am Fahrrad erzeugt den Strom. Gummi hat eine sehr große Elastizität. Die Elektrizitätsversorgung ist wichtig. Die Festigkeit von Stahl ist sehr hoch. Der Quadratkilometer ist ein Flächenmaß. Die Flüssigkeit fließt durch den Kanal. Der Handwerker montiert das Waschbecken. Das Isolierband gibt es in Rot und Grün. Welcher technische Kundendienst ist am schnellsten? Der Monteur arbeitet schon 4 Stunden. Die Pfeiltaste gibt es für 4 Richtungen. Diese Hochdruckpumpe bringt 20 Bar. Die Schaltung ist einfach zu verdrahten. Es gibt Kreuz- und Flachschraubenzieher. Welches Softwarepaket empfiehlst du mir? Dies ist eine robuste Stahlkonstruktion. Die Startseite ist geladen. Das Internet ist auch Telekommunikation. Viele Unternehmen nutzen Cloud-Software. Ich lege den zweiten Gang beim Auto ein. Ich muss mich aus der Anwendung abmelden. Ich habe dich akustisch nicht verstanden. Der Auszubildende muss 3 Jahre lernen. Der Barcode wird von dem Scanner gelesen. Wir müssen ein Loch in die Platte bohren. Der Bolzen ist aus der Maschine gefallen.
Der Dolmetscher hat im Moment keine Zeit. Der Elektroingenieur programmiert die SPS. Dieser Getriebemotor macht komische Geräusche. Wie viele Kilometer ist das Haus entfernt? Wir kuppeln das Getriebe an die Maschine. Die Kurbelwelle des Motors ist gebrochen. Die Ladung der Batterie reicht nicht aus. Das Lichtjahr ist eine Entfernungsangabe. Das Produkt wurde maschinell hergestellt. Zehn Millimeter ergeben einen Zentimeter. Hier wird eine neue Mülldeponie eröffnet. Welcher Parameter funktioniert am besten? Wir sollten unsere Abfallstoffe recyceln. Halte das Rohr mit dem Schraubstock fest. Schafswolle ist ein natürliches Material. Kannst du die Maschine schnell abschalten? Der Computer ist schon wieder abgestürzt. Industrieprodukte sind angewandte Technik. Die Ausgabe der Daten über den Bildschirm. Diese Bohrmaschine ist für Holz und Stahl. Die CD-ROM wird fast nicht mehr verwendet. Der Elektriker montiert den Schaltschrank. Ich werde das Video auf YouTube hochladen. Der Internetbenutzer braucht ein Passwort. Ich entferne den Nagel mit der Kneifzange. Der Pressluftbohrer benötigt keinen Strom. Dieser Prozess ist nicht umweltfreundlich. Die Rechtschreibhilfe geht nur für Deutsch. Der stromführende Draht wird Phase genannt. Forschung und Technik bringen Fortschritt. Telebanking ist mit Handy oder PC möglich. Dieses Verzeichnis ist nicht aktualisiert. 230 Volt sind gefährlich. Welche Vorrichtung ist am besten geeignet? Das Stahlwerk hat eine hohe Produktivität.
Es ist ein sehr wirkungsvolles Medikament, das Schriftzeichen hat ein schönes Design. Der Akkumulator hat eine geringe Kapazität. Die Ausgaben dieses Betriebes sind zu hoch. Der Computervirus hat uns Schaden zugefügt. Im Cyberspace finden wir virtuelle Objekte. Elektrostatik kann eine Explosion auslösen. Fertigwaren kommen in ein getrenntes Lager. Die Festplatte hat 1 TB Kapazität. Materie kann in Energie umgewandelt werden. Dieses Unternehmen fertigt Mikroelektronik. Diese Reihenfolge muss eingehalten werden. Die Sicherungskopie ist auf der Festplatte. Die Speicherung von Daten muss sicher sein. Statik und Dynamik sind Gebiete der Physik. Das Trägheitsmoment steigt mit dem Gewicht. Wir können diesen Schrott wiederverwerten. Die Sicherheit müssen wir wiederherstellen. Der Wirkungsgrad liegt bei 40%. Welche Batterie kann man beliebig oft laden? Der Bediener muss einige Funktionen lernen. Dieses Bildsymbol ist nicht gut zu erkennen. Der Druckschaltknopf aktiviert die Maschine. Das Format der Festplatte ist nicht korrekt. Diese Glühbirne ist für 24 Volt. Keramikmaterialien sind sehr hitzebeständig. Die Kläranlage wurde vor 2 Jahren gebaut. Die Kombizange ist zum Greifen gut geeignet. Wie viele Maschinen gibt es in dieser Fabrik? Tausend Mikrometer ergeben einen Millimeter. Ich habe in der Küche einen Mikrowellenofen. Dieses Modem hat keine gute Geschwindigkeit. Die Mutter der Schraube ist runtergefallen. Die Spule des Transformators ist aus Kupfer.
Der Arbeiter hat einen Stromschlag bekommen. Der Umweltschützer kritisiert die Industrie. Welcher Werkstatt macht gute Elektromontagen? Die Aufladung der Batterie dauert sehr lange. Die Erziehung entscheidet über den Charakter. Das Kennwort sollte sicher ausgewählt werden. Ich habe leider einen Kurzschluss verursacht. Das Kugellager ist für Schwerlastanwendungen. Das Produkt muss unverdünnt verwendet werden. Das Verlängerungskabel hat 3 Meter Länge. Welcher Werkstoff hat die höchste Festigkeit? Elektrische Leitungen müssen geschützt werden. Der Halbleiter ist ein elektronisches Bauteil. Dieses Kabel ist für Hochspannungsanwendungen. Drück diesen Knopf, dann geht die Maschine an. Welcher Kondensator hat die höchste Kapazität? Das Grundstück hat eine Länge von 10 Metern. Der Maschinenschlosser repariert die Maschine. Dieser Mechanismus sieht sehr kompliziert aus. Der Mikroprozessor hat eine hohe Taktfrequenz. Die Ökologie kümmert sich um den Umweltschutz. Der optische Abtaster hat eine hohe Auflösung. Der Praktikant darf keine Überstunden machen. Welcher Programmierer kennt sich mit Java aus? Silbermünzen werden heute kaum noch verwendet. Welche ist die maximale Stromstärke in Ampere? Die Umarbeitung von Werkstoffen benötigt Zeit. 50 cm ergeben einen halben Meter. Das elektronische Notizbuch ist sehr nützlich. Es handelt sich um eine industrielle Fertigung. Ingenieurwesen studiert man an der Universität. Diese Installation muss wieder abgebaut werden. Kupfer ist für die Elektrotechnik sehr wichtig. Die Speichererweiterung beträgt 2 GB. Dieser Zylinder hat keine sauberen Oberflächen.
Die Anfertigung dieses Gerätes braucht viel Zeit. Die Beschleunigung ist ein dynamischer Vorgang. Die Dampfmaschine wird heute nicht mehr benutzt. Autos ohne Katalysator dürfen nicht fahren. Der Stein wird mit Hammer und Meißel bearbeitet. Dieses Programmpaket benötigt viel Speicherplatz. Das Quadrat hat eine Fläche von 2 Quadratmetern. Diese Software ist für Textverarbeitung gedacht. Man darf kein Wasser über die Tastatur schütten. Die Titelleiste der Homepage ist nicht sichtbar. Die Herstellung von Flachbildschirmen ist komplex. Die Computertechnologie macht große Fortschritte. Die Technische Universität bildet Ingenieure aus. Der Anwender hat Schwierigkeiten mit der Software. Die Ausdehnungsfähigkeit verschiedener Werkstoffe. Die mechanische Bearbeitung mit Werkzeugmaschinen. Das Gewicht von dem Fahrzeug ist 2000 Kilo. Wir sollten diesen Schaltschrank besser isolieren. Das Kupplungspedal gibt es beim Elektroauto nicht. Welche Aluminiumlegierung nimmt man für Flugzeuge? Der Magnetismus wird in der Technik oft verwendet. Das Schraubengewinde passt nicht zu dieser Mutter. Die Suchmaschine braucht nur wenige Millisekunden. Textverarbeitung kann heute jeder zu Hause machen. Wir brauchen eine Übersetzung von diesem Dokument. Der Stromunterbrecher ist ein Sicherheitselement. Welche Werkzeuge sind für Elektroarbeiten gedacht? Die Herstellung von Antimaterie ist sehr aufwendig. Die Digitalisierung von Dokumenten ist vorteilhaft. Der Taschenrechner hat eine Flüssigkristallanzeige. Die Instandhaltung sichert die Funktion der Maschine. Programmieren kann man nicht in kurzer Zeit lernen. Ich schraube die Holzplatte mit Holzschrauben fest. Automatische Spracherkennung hat jedes Handy. Die Thermodynamik ist ein Spezialgebiet der Physik. Die Unterlegscheibe wird mit der Schraube montiert. Die Zentrifugalkraft treibt das Objekt nach außen.
Die Automatisierung ist in der Industrie üblich. Die Duktilität von Plastikmaterialien ist sehr hoch. Das Drehmoment ist mehr als 300 Newtonmeter. Der Stahlproduzent macht Rohre, Platten und Profile. Der Strichcode ist für den Scanner optimal zu lesen. Im Dialogfeld musst du die richtige Option auswählen. Die Anschlussleistung des Motors beträgt 10 Kilowatt. Die Zündkerze muss bei der Wartung gewechselt werden. Einsteins Relativitätstheorie ist schwer zu verstehen. Elektrotechnik und Informatik sind heute sehr ähnlich. Das Förderband bewegt sich mit 2 Metern pro Minute. Die Neonröhre verbraucht mehr Strom als ein LED-Licht. Eine optische Zeichenerkennung benötigt hohe Auflösung. Die Ordnung in der Werkstatt erleichtert das Arbeiten. Das Schwungrad ist ein wichtiges mechanisches Element. Ein Transformator ist ein elektromagnetisches Bauteil. Das Elektron bewegt sich fast mit Lichtgeschwindigkeit. Die Qualität der Produkte wirkt sich auf den Preis aus. Die Standardeinstellung sollte nicht modifiziert werden. Eine Telefonkonferenz ist einfacher als Videokonferenz. Die Verarbeitung von diesem Material ist sehr schlecht. Die Dichte von Aluminium ist geringer als die von Eisen. Ersatzteile für Industrieanlagen können sehr teuer sein. Diese Menüsteuerung ist nicht sehr einfach zu verstehen. Plastiktüten sind praktisch, aber nicht umweltfreundlich. Silizium ist das Basismaterial für die Chip-Technologie. Künstliche Intelligenz benötigt man für autonomes Fahren. Proportionalschriften verwendet man bei Textverarbeitung. Die Drehbank kann Werkstücke bis zu 2 Metern aufnehmen.
Elementarteilchen sind Elektronen, Protonen und Neutronen. Gefährliche Flüssigkeiten kommen in einen Sicherheitsraum. Mit einem 3D-Drucker kann man viele Sachen herstellen. Bernstein enthält oft Fossilien. Wir fertigen viele Komponenten aus Edelstahl.